once, it ain't us, dog. Oh. Okay, ja, die... So, damit würde ich sagen, auf ein neues hier in Grand Theft Auto 5 mit der Busmod Version 1.2. Schön, dass du wieder da bist. Ja, letzte Folge, wo wir erfolgreich verhaftet. Warum auch immer, wir wissen es nicht. Jetzt wollen wir mal nochmal gucken. Wir wollen es wissen. Hallo, das kann doch nicht so schwer sein, hier eine Bustour abzuschließen. Los geht's. Wir starten gleich voll ein. Wir wollen Busfahrer werden. Wir nehmen aber mal eine andere Route, oder? Warte mal. Wie viel steht denn hier? Route 10, Route 14. Achso, hier sehen wir dann auch mal, welche Version das Ganze ist. I'm not mental and Yoha. Oh. Das sind nämlich verdammt viele Haltestellen halt. Er zeigt halt aber auch nicht an, wie viele Haltestellen das im Endeffekt sind halt, ne? So, Mission starten. Los geht's. Machen wir mal eine Außenkamera, wa? Würde ich sagen. Weil dann sehen wir nämlich auch alles ein bisschen besser als wie von innen. Spielt sich natürlich unrealistischer. Jetzt haben wir mal ein bisschen andere Uhrzeit jetzt genommen hier. Na gut, wir sind ein bisschen schnell unterwegs, ja, aber dass man da deswegen gleich verhaftet wird. Also ich bin der Meinung, irgendwas war mit der offenen Tür gewesen. Der eine wird da irgendwie, der hing da irgendwie fest oder sowas, den haben wir dann mitgeschliffen und dementsprechend, ja, werden wir den dann wahrscheinlich dann gekachelt haben oder irgendwie sowas. Also was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen halt, ne? Das war gerade mega knapp gewesen, dass wir da gerade irgendwann. Geht schon mal gut los. Geht schon mal sehr, sehr gut los für uns. Es sind ja auch nur einfach 29 Haltestellen. 30 Haltestellen, die wir hier fahren müssen. 33 sehe ich gerade. Unten rechts. Ei. Die Physik ist auch sehr gut. Guck mal, wir sind hier wirklich gerade, bei Omsi hätte es auf jeden Fall geknallt. Wir sind hier gerade wirklich an dem so wirklich jetzt gerade vorbeigekommen, ja, ohne dass wir das Fahrzeug berührt haben. Also bei Omsi hätte es auf jeden Fall geknallt. Alles Einsteigebiet, hä? Schon mit Warnblinklicht. Kann man das Hand irgendwie ausblenden? Geht das? Oh, okay. Clip kann nicht gespeichert werden. Schnellwiederholung. Schnellwiederholung aus. Oh, das war es auch nicht. Weiß gar nicht. Da muss ich mal gucken, ob man das Hand irgendwie mal deaktivieren kann. So halt auch mal zwecks Fotos und alles was. Wir müssen eigentlich rüber. Er blinkt ja halt auch schon immer in die Richtung, aber ne, so Spurenwechsel oder sowas, das macht er halt nicht. Ego-Perspektive Steuerung kann im Abschnitt Gamepad im Menü und bla 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 bla. Okay. So. Das verstehe ich aber nicht ganz, dieses Gruppe.
Nicht, dass ich hier versehentlich die ganze Zeit hupe oder irgendwie sowas. Aber guck mal, weißt du, wenn die Leute so sprinten würden zum Bus, weißt du, das wäre großartig. Müsstest du nicht immer so lange an der Bushaltestelle warten? Nein. Da bist du nett, weißt du, da lässt der Oma noch ein Zeichen, gibt's ein Zeichen so, ja, ich warte auf dich, und dann lässt sie sich noch mehr Zeit. Na, hallo, was ist das denn? Und da kannst du nicht einfach die Türen zumachen, das kannst du dann auch schon wieder nicht bringen, denn halt, ja. Ah. Nee, wir nicht. Wir waren es jetzt nicht, oder? Nö. Kein Stern oder sonst irgendwas. Mutti lässt wieder den Hund da. Oh. Okay, ja, die gehen da auf jeden Fall sehr, sehr ab hier in dieser Stadt. Bleib ja da, nicht, dass du mir jetzt hier vorm Bus rennst hier. Hier geht's ab in der Stadt. Hier solltest du nichts Falsches machen. Geht die Polizei nix. Hast einen Lollipop geklaut. Kommst gleich ins Gefängnis für. So eine Simulation, ja. Die wünschte ich mir wirklich. Von so einem großen Entwickler. Einfach mal eine schöne Simulation, die wirklich perfekt läuft, gut aussieht, Mod-Support hat. Das wären alles so Wünsche, die ich gerne an so eine Simulation gerne hätte. Das stellen wir hier natürlich falsch. Aber ich glaube, das ist ein Ding, das werden wir so schnell wahrscheinlich nicht sehen. Und ganz ehrlich, dass ich hier mal GTA auf diesem Kanal spiele, das ist genauso verrückt. Aber es ist halt so, dass aktuell echt nichts los ist. Es ist sowas von tote Hose. Muss man sich natürlich mal auch mal ein paar Alternativen suchen halt, ne? Und wer weiß, vielleicht wird aus dieser Alternative auch irgendwie mal irgendwas Großes. Weiß man ja halt nicht. Und dem einen gefällt es vielleicht sogar noch mehr als alles andere halt. Was ich gerade meinen Spaß gefunden habe, ist BeamNG Drive. Das hatten wir ja auch im 24-Stunden-Livestream. Das Ding, das macht genauso Spaß. Einfach mal so ein bisschen Frust rauslassen, den Bus nehmen und einfach mal ein bisschen irgendwie komisch zerschmettern lassen. Ich weiß nicht mehr, welche Haltestelle das war. Ja, da kannst du noch so viel hupen. Was ist los? Tja, das ist rot.
Ja, hier machen wir auch noch durch, ja. Ich bin noch an den Straßenbelag erinnern. Fährt er nicht so langsam? Er sucht einen Parkplatz. Irgendwas mit der Haltestelle hier haut nicht hin. Steigen jetzt hier alle nicht ein. Ah, jetzt, guck mal. Jetzt kommen sie. Genau, hier, das war das hier, wo sie uns verhaftet haben. Bis jetzt Busfahrer verhaftet, ja, das ist ja auch unglaublich. Aber das ist gut zu wissen, weil du hast nämlich, wenn du einen anderen Schwierigkeitsgrad spielst, sowas wie schwer oder sowas, hast du keine Kartenführung mehr. Aber das Blinken zeigt dir ja so ein bisschen an, wo du langfahren musst. Das ist vielleicht gar nicht mal so doof halt. Hey, what's up, man? What's up, man? Ist ja schon extrem lang unterwegs. Ja, Motorradgrenze auch fahren. Ja. Das ist halt so dieses Coole, ja. Diese Grenzenlosigkeit. Also hier in Grand Theft Auto. Flugzeug fliegen, Boot fahren. Und wenn du denn bestimmt noch die richtigen Mods dazu hast, ja, wo du dir das Ganze halt noch so installieren kannst und alles sowas. Es ist unglaublich, wie viel Zeit du denn mit Grand Theft Auto denn wirklich verbringen kannst. So. Seid ihr drin jetzt oder? Ah, jetzt ja, okay. Da bin ich jetzt auch gerade dran. Das will ich jetzt auch machen. Motorrad. Das hätte ich jetzt auch gern. Ja, wie soll das gehen, bitte?
Tja, steht da irgendwie ein bisschen falsch, der Kollege. Ich läuft jetzt mal gegen das Auto. Rot, wie immer. Aber wir haben noch 20 Haltestellen vor uns. Das ist ja unglaublich. Das ist ja. Das artet ja hier echt in Arbeit aus. Auf jeden Fall sehr, sehr lang die Linie hier. Meine Güte. Was zeigen an, wo es San Andreas Probleme gibt, bei denen du helfen könntest? So, ich helfe nicht. Ich bin nur ein einfacher Busfahrer. Das ist aber auch fies. Du kommst hier runter. Muss ich nach ganz links einordnen. Das ist schon. Ja, was soll ich machen? Wenn der Fahrplaner so geplant hat, irgendwie muss ich ja hier rüber. Was das hier schon einfach Verspätung kostet hier. Das ist zum Beispiel auch, was ich ein bisschen immer blöd finde. Die Tage, so, die vergehen hier extremst schnell. Ich meine, wir gehen jetzt schon in die Nacht über, so wie es jetzt ausschaut. Vertoben. Eine Busse, die den ganzen Tag dauert. Großartig. Nächster halt Strawberry.
Ja, hier wäre Endlöwe. Ich werde hier auch Endhaltestelle machen, weil wir fahren jetzt eigentlich nur noch zurück. Das ist jetzt nämlich eigentlich nur die Rücktour nach Strawberry. Also die 16. Dann können wir die Rücktour ja irgendwann mal angehen, wenn es dann soweit ist. Aber das würde jetzt locker nochmal das Ganze dauern jetzt hier. Ja, also das sind jetzt nicht einfach mal 40 Minuten oder sowas, mehr als 40 Minuten. Wie gesagt, ich bin sehr auf eure Reaktion gespannt, was ihr davon so haltet. Ich habe jetzt erstmal so pro forma jetzt ein, zwei Folgen aufgenommen, um halt euch mal so ein bisschen zu zeigen, so was in GTA möglich ist. Ne, was im Endeffekt ihr jetzt gerne haben möchtet, das überlasse ich gerne euch. Wie gesagt, ich denke mal, so ein, zwei Folgen werden es bestimmt noch, die wir uns hier zumindest auf jeden Fall nochmal angucken werden, auch mal mit einem anderen Bus. Und dann werden wir mal gucken, ob wir hier irgendwann mal uns das vornehmen, dass wir denn hier einfach mal die ganzen Linien hier einfach mal abfahren, die hier in GTA einfach drin sind. Schadet ja nichts. Wie gesagt, aktuell ist sowieso gerade Flaute, muss man ganz ehrlich sagen, in der Simulationswelt ist gerade nichts Spektakuläres gerade. Und von daher vielleicht ein paar Alternativen kann wirklich nicht schaden, meiner Meinung nach. Aber ich weiß, es gibt so einige, ja, die mögen es halt nur, wenn es halt wirklich nur Simulation ist, kann ich absolut nachvollziehen. Deswegen, wie gesagt, geht die Frage auch an euch raus, ja, ob ihr mehr von Grand Theft Auto sehen wollt oder aber nicht. Ihr sagt so, nee, lieber nicht. Dann kann ich das sehr gut nachvollziehen und werde den Wunsch dann natürlich auch respektieren, denn natürlich die Mehrheit dann sagt so, nee, bitte nicht. So, wir sind aber in Strawberry angekommen hier. Hier ist unsere Endhaltestelle. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir uns eventuell nicht mehr wiedersehen sollten in der nächsten Folge hier von Grand Theft Auto. Lasst gerne ein Like da, schreibt auch gerne in die Kommentare. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.